teilen das Essen, wir teilen die Zeit miteinander, wir teilen das, was wir hören, miteinander. Und das ist ein dauerhafter Prozess des Teilens, ohne dass ich dabei ärmer werde, sondern ich werde durch das Teilen immer reicher. Gerade die Gemeinschaft ist das Wesentliche an diesem Wochenende, dass man sich in Gemeinschaft verhält, einfach zusammen ist, Gebetszeiten zusammen hat, auch zusammen aufräumt oder etwas vorbereitet. Das alles gehört dazu. Es geht um Glauben. Menschen wie Ihnen gehört das Himmelreich. Die Katechesekirche ist eine Erfahrung, wo Menschen aller Generationen miteinander ein Wochenende miteinander leben, miteinander Glauben feiern in der Liturgie, aber auch eben Vorträge hören zu einem bestimmten Thema. Katechese ist so ein Erlebnis von Glauben vertiefen. Und das geschieht bei einer Katechesekirche an jedem Wochenende, wo wir zusammen sind. Anders als in der Gemeinde sind diese Menschen für ein Wochenende zusammen. Und dadurch wächst auch Gemeinschaft im Verlaufe der Tage. Das Besondere bei Katechesekirche ist für mich echt die Vielfalt. Also, dass wir hier von Regens über Ordensschwestern, über Diakone, über verheiratete Menschen, über ehrenamtlich Engagierte, über Studenten, die gerade Religionspädagogik anfangen zu studieren, bis von Jung und Alt eigentlich einfach alles zusammen haben und man die Möglichkeit hat, hier einmal alle zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und Jesus zeigt seinen Jüngern, Meditation ist ein ganz zentraler Punkt des Wochenendes. Die Zeit in der Stille für jede Einzelne und die besondere Kraft der Gemeinschaft dann in der Stille wird spürbar, wird erfahrbar an diesem Wochenende. Also für mich ist Gottesdienst, auch wenn es etwas merkwürdig klingt, immer so ein bisschen Wellness, weil ich habe die Ruhe, die ich sonst im Alltag so oftmals nicht habe. Und ich merke schon, das liegt aber auch hier an diesem Ort Marienrode, dass ich da mit einer größeren Ruhe im Rücken rausgehe. Also ich denke, die Katechese, gerade durch diese vielen jungen Leute, die ja auch dabei sind, ist eine Möglichkeit, den Glauben auch weiterzugeben wie ein Botschafter, um eben Menschen auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihr Leben anders, wie ich denke, auch besser gestalten können. Ich denke, der Aufbruch besteht darin, ein Bedürfnis wahrzunehmen von Menschen aller Generationen, die schon ein bisschen mit dem Glauben vertraut sind, die dann sich fragen, wie können wir tiefer glauben? Beziehung mit Gott, miteinander für die Welt. Und das wird ein Stückchen Wirklichkeit in Kleingruppen, weniger in diesen großen Gemeinden. Und ich finde schön, dass das jetzt in der Katechesekirche hier so ein Stückchen beginnt aufzublühen.